Hi, hier ist wieder euer Philipp von GymaTV. Ich wünsche euch ein frohes Neues und heute habe ich mal was mitgebracht. Wir haben jetzt euch schon viele verschiedene Videos gezeigt. Meistens versuchen wir euch die Neuheiten zu präsentieren. Heute geht es mal um ein Fahrzeug, das es schon länger gibt, und zwar den Detlefs Globeline T6613. Der Detlefs Globeline ist der einzige Detlefs mit einem Mercedes-Chassis und die zweite Besonderheit von dem Fahrzeug, die zeige ich euch dann drin. Viel Spaß bei dem Video! Der Detlefs Globeline ist 7 Meter lang und hat eine Breite von 2,33 Meter. Er hat also so die optimale Reisemobilgröße. So, wir fangen mal wieder außen an. Wir gehen einmal ums Fahrzeug herum. Wir haben jetzt gleich hier vorne unsere schöne Mercedes-Front. Ich habe extra auch das Licht angemacht, dass man sich die schönen LED-Tagfahrlichtstreifen mal anschauen kann. In dem Fahrzeug ist jetzt das Style-Paket verbaut. Das beinhaltet einmal die Wagenfarbe, also die Chassisfarbe in Schwarz. Und auch diese Chrom-Applikationen vom Kühlergrill, kommt ihr einfach mal mit. Hier haben wir dann hier vorne unsere Alufelgen von Mercedes. Wirkt auch stimmig mit dem Silber, was wir hier jetzt auch von Detlefs haben. Ein schöner roter Streifen nach hinten und dann auch die Beschriftung mit dem Globeline-Symbol. Hier außen haben wir dann natürlich wieder unsere verschiedenen Elemente verbaut. Heizung, Toilettenkassette und so weiter. Hier ist dann der Gaskasten. Hier haben wir einmal Garagenklappe Nummer 1. Dann kommen wir zum Heck des Fahrzeugs. Hier hat Detlefs jetzt wieder seine Designsprache spielen lassen. Das wirkt alles sehr markant, sehr kantig, wie man hier sehen kann. Hier oben dann unsere Rückfahrkamera. Und was ich jetzt hier ganz schön finde, so ein silbernes Detlefs-Symbol. Kommen wir einmal zur Garagenklappe Nummer 2. Auf der rechten Seite, das ist auch der präferierte Zugang. Und da sehen wir dann auch gleich die Maße. Das ist ja eine sehr, sehr große Garage. Die blende ich euch dann natürlich nochmal in der Videobeschreibung ein. Wir haben dann hier hinten, ich gehe mal rein, Platz genug haben wir ja, haben wir dann unseren Frischwassertank, was jetzt gleich auffällt, schön isoliert. Dazu komme ich später dann nochmal. Und beim Globeline serienmäßig, ganz toll, einen elektrischen Schalter zur Ablassung vom Grauwassertank. Hier noch eine Steckdose. Natürlich hier links und rechts wieder unsere Schienen zum Verzuren. Der Abwassertank bzw. der Auslass des Abwassertanks befindet sich dann auch hier, wie ihr dann sehen könnt. Also auch wieder schön an der Hinterachse kann man sich dann orientieren beim Rangieren. Ist ja auch immer ganz gut, wenn der irgendwo sitzt, wo man sich das gut vorstellen kann. Natürlich Stromanschluss, Kühlschrankgitter, das kennen wir. Und dann sind wir auch schon drumherum. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Fahrzeug rein. Wie immer bei Detlefs, hier schön die extra breite Eingangstür mit hier einem Fenster in der Türe. So, dann haben wir einmal unsere Trittstufen. Was uns jetzt hier gleich ins Auge fällt, ist dieser Betonbodenoptik von Detlefs. Das kennen wir normalerweise aus dem Trend. Also es ist hier so ein, ich schätze mal, PVC-Belag, hat aber so eine schöne Optik. Wirkt so ein bisschen rustikaler. Vom Holzdekor her, wir sind hier vom Innendesign, von den Möbeln und den Polstern, wie bei dem Trend mit dem Designpaket. Das heißt, wir haben einmal die Polster. Das ist jetzt das Polster Cresso. Es gibt noch die Wohnwelten Torcello und La Rocca bei dem Fahrzeug. Ansonsten vom Holzdekor auch, wir haben hier schöne weiße Fronten. Das sieht man hier ganz gut in Hochglanzoptik, gepaart mit einem Grau, und das Holz an sich ist bei Detlef, nennt man das Virginia Eiche, hat so einen Braunton, genau, so einen normalen Eichenton halt. Wir haben dann hier unsere Küche. Einmal zum Ausklappen unser Küchenbrett. Das kann ich dann hier unten schön arretieren. Lässt sich auch wieder schön einklappen. Dann hier unseren Dreiflammkocher, auch ganz toll mit Piezo-Zündung, unser Waschbecken.
Wir haben jetzt bei dem Globeline die Möglichkeit, diesen Kühlschrank nachzurüsten mit dem Tower im Backofen und zusätzlich noch dem Kleiderschrank hinten. Das hat einfach den Vorteil, wenn wir jetzt praktisch das nicht mit dazu haben, dann wäre der Kühlschrank hier und es wäre eine durchgehende Fläche. Man hätte dann hier vorne noch eine Ablagefläche und sozusagen eine freie Blickachse ins Fahrzeuginnere. Und damit kommen wir auch zu dem Besonderen an dem Fahrzeug. Das ist nämlich der Grundriss. Das ist nämlich der 6613er Grundriss. Wie gesagt, den gibt es auch beim Trend. Das macht das Fahrzeug ein bisschen außergewöhnlich. Dann haben wir hier unseren Backofen natürlich per Gasbetrieb. Was hier jetzt besonders ist an dem Fahrzeug, der wahnsinnig hohe Kühlschrank. Das sind 142 Liter. Inklusive dieses Schienensystems hier unten, das man ausziehen kann. Gefrierschrank, man kennt es. Dann natürlich immer wieder nachgefragt, der schöne hohe Kleiderschrank. Dann hier natürlich unsere Kleiderstange. Wir haben jetzt hier noch das Heizungselement und da oben noch so ein kleines Ablagefach. Dann kommen wir einmal zum Bettenbereich bzw. zum Schlafzimmer. Das ist jetzt auch sehr schlicht gehalten. Was mir hier gut gefällt, ist, dass es relativ dunkel ist mit dieser indirekten Beleuchtung. Das macht alles ein bisschen gemütlicher und lässt natürlich auch das Schlafen ein bisschen angenehmer machen. Wir haben hier unsere beiden Stufen. Das ist dann sozusagen der Funktionsdoppelboden. Dazu komme ich gleich. Und dann hier natürlich unsere Einzelbetten. Ansonsten, wir können den Wohnraum hier noch abtrennen mit diesem Vorhang hier. Das ist auch ganz easy, einfach rüberziehen. Wie ich schon sagte, hier unten haben wir dann eine tolle Bodenklappe. Mache ich einfach mal auf. Da befindet sich jetzt nämlich unser Abwassertank drin und es lässt auch blicken. Wir haben hier einen Funktionsdoppelboden hinten. Somit sind Abwasser- und Frischwassertank isoliert. Das heißt, das Fahrzeug ist, was Winterfestigkeit angeht und Wintertauglichkeit angeht, sehr, sehr gut geeignet. Ich meine, wintertauglich sind alle Detlefs-Fahrzeuge. Aber wer das Fahrzeug winterfest machen will, der nimmt einfach noch ein Winterkomfortpaket dazu und dann passt es. Aber grundsätzlich für den Winter super gut geeignet. Wir haben hier links und rechts dann noch Staukästen. Hier unten dann den Sicherungskasten und noch ein paar Leitungen des Boilers. Und dann kommen wir auch schon zur Toilette bzw. zum Bad. Das ist beides in einem. Wir haben hier ein Kombibad vorliegen. Einmal hier die Dusche. Ich gehe einfach mal rein. Wenn ich jetzt das Holzbrett rausnehme und natürlich meine Schuhe ausziehe, habe ich hier auch ein bisschen Platz. Ich betone es immer wieder, ich bin 1,88 groß. Natürlich wird es hier schon ein bisschen knapp, aber es geht auch. Ich kann mich hier trotz alledem sehr, sehr gut bewegen. Dann hier unsere Toilettenkassette gleich nebenan. Ich mache immer gerne den Test. Wichtig ist natürlich, dass man schön Beinfreiheit und bei der Toilette nicht beengt sitzt. Und das ist hier gegeben, das passt soweit. Wenn wir schon beim Thema Stehhöhe sind, wir haben jetzt hier im Fahrzeug eine Stehhöhe von 2,5 Meter. Man sieht es, ich habe schön Platz zum Kopf hin. Unter dem Hubbett, wenn ich mal vorkomme, wird es natürlich ein bisschen weniger. Aber wenn das Hubbett weg ist, bin ich ungefähr hier bei 1,85 mit Hubbett. Wenn das Hubbett weg ist, habe ich oben noch ein schönes Fenster zusätzlich und natürlich die zusätzliche Stehhöhe. Das Hubbett, für die, die es nicht wissen, das ist für eine Person gedacht. Also, wir sind dann hier vorne bei der Sitzbank. Ich setze mich einfach mal hin und ich mache den Test. Bei mir wichtig bei der Sitzbank ist immer, wie viel Freiheit habe ich bis zum Tisch vorne. Das passt hier auf jeden Fall. Der Tisch ist dann auch noch verstellbar. Kann ich vor und zurück und auch rüber und rüber schieben. Dann montiere ich den einfach mal wieder. Ich finde jetzt auch die Polster hier hinten geben eine schöne, machen es wirklich schön bequem. Hier unter der Sitzbank befindet sich jetzt die Heizung und das ist, finde ich, nochmal ein schöner Vorteil, weil die Heizung nicht unterm Bett sitzt. Das Problem ist, wenn die Heizung unterm Bett sitzt, dass sie natürlich den Schlafbereich etwas wärmt. Das haben wir hier nicht unter der Sitzbank. Der Frischwassertank ist dafür unterm Bett. Das heißt, wer es kühler mag im Schlaf, der hat eben nicht die Heizung unter sich, wenn das Fahrzeug bei kälteren Temperaturen geheizt werden sollte. Genau, und dann kommen wir einfach schon mal vor ins Fahrerhaus. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Kleinigkeiten zu zeigen. Wir haben natürlich jetzt hier unsere Mercedes-Sitze.
Die kann ich natürlich wieder drehen. Auch schön, ich habe die Drehgriffe praktisch innen. So kann ich besser rangieren und komme auch besser hin. Und auch so der Platz an sich, das passt alles. Ich kann den Tisch natürlich noch drüber schieben und kann dann auch den anderen Sitz noch drehen. Wir haben natürlich hier vorne unser MBUX. In dem Fall ist es jetzt das 7 Zoll. Man sieht aber ganz genau, wie groß das 10 Zoll dann wäre. Zum Mercedes brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Wir haben natürlich in dem Globeline, und das werden wir bei den meisten Mercedes auch haben, die Assistenzpakete verbaut. Und das ist bei Mercedes wirklich der große USP, dass dieses Chassis einfach sehr, sehr butterweich fährt und fast alles für einen erledigt. Klar, auch das Multimedia-System, das ist wirklich unschlagbar. Das gibt es auf dem Wohnmobilmarkt bei keinem Anbieter wirklich so gut wie von Mercedes. Und genau, das ist halt eben auch der Vorteil am Globeline. Man hat hier so ein Detlefs-Aussehen von innen auch und trotzdem noch den Mercedes-Chassis. Das ist wirklich ein Fahrzeug, was es so am Markt von Detlefs natürlich nicht wirklich gibt im Moment. Gut, das war's zum Detlefs Globeline T6613. Wie gesagt, es ist der einzige Mercedes, den Detlefs aktuell anzubieten hat. Das Besondere an dem Fahrzeug ist die Aufteilung und natürlich auch das Innenleben, weil man kriegt jetzt sozusagen ein Detlefs-Fahrzeug mit dem Detlefs-Design, was ja viele Kunden bevorzugen, mit einem Mercedes-Chassis, also für viele ein Kompromiss. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt. Wenn es euch gefallen hat, bitte gerne einen Daumen nach oben. Und natürlich freuen wir uns immer, wenn ihr uns in den Kommentaren wissen lasst, was ihr denn zu dem Fahrzeug haltet. Es interessiert mich wirklich sehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.